Hallo Custom-Messer-Freunde, herzlich willkommen zum kurzen Video. Ganz schnell, weil wir müssen die Teile noch in den Shop bringen. Wir schauen uns jetzt so schnell ein Mitbringsel an von der Messe in Chambloux, nämlich vom guten jungen Messermacher Nicolas Koval. Und der hat richtig cooles Zeug am Start. So, da schauen wir es mal rein. So, ich muss gucken, wie ich das hier mit der Kamera mache. Das ist ein bisschen blöd, wie die jetzt gerade steht. Jedes von denen kommt in so einem Lederetui. Und hier haben wir eins dieser schönen Modelle. Ich glaube, die heißen bei ihm irgendwie kleine Eule, kleiner Uhu oder irgend sowas übersetzt. Hier haben wir ein schönes dunkelbraunes. Was ist das? Ein Yutimikata, ne? Mit einer sehr schönen Sheepfoot-Klinge. Kompaktes Modell. Er macht ja jetzt immer hier. RBL34, sehr guter Stahl, Titanplatin, manche messen sogar Titanschrauben, dem jetzt nicht. Tolle Handlage, schöne Aussparung, wieder super zu entriegeln. So, wir machen einen ganz flotter Durchgang hier. Was haben wir noch? Naja, dann gibt es hier diese größere Version, hier wunderschöne mit Holz, ich denke, das dürfte Wüsteneisenholz sein. Ja, mit so einer. Das ist eine Härtelinie. Sehr cool. Hier haben wir dann Titanschrauben. Die macht er, glaube ich, sogar auch selber. Titan Backspacer, Titan Platin. Wunderschönes Wüsteneisenholz drauf. Die Swatch über die ganze Klingenlänge. Boah, super. Auch hier wieder super schön ausgespart hier zum Entriegeln. Traumhaft schön, etwas größeres Modell. Frag mich nicht nach dem Namen, das sind französische, die kann ich gar nicht aussprechen. Hier nochmal das gleiche Modell. Nochmal hier mit weißem Jute oder sagen wir eierschalfarbenen Jute-Mikata und hier vorne noch so Zebra-Mikata. Richtig cool. Auch so ein Backspacer-Titan. Ich glaube, das sind auch wieder Titanschrauben, aber jeder kriegt so ein Zertifikat mit dazu. Das ist diese, oh Gott, wie heißt es schon wieder? Ja, diese Klinge innen ist, glaube ich, dann, ne, ein Kern und dann flankiert. Sehr cool. Sieht stark aus. Wahnsinnig schöne Arbeit macht er. Und super präzise. Du findest wirklich an keinem Messer nichts, was nicht irgendwie stimmen würde. Ne? Sitzen auch immer sauber mittig. Traumhaft schöne Modelle. Das erste ist schon weggegangen, noch bevor wir sie auspacken konnten. Ja, hier wieder so ein kleine Eule. Mit schönem Wurzelholz stabilisiert. Titan. Auch hier in dem Fall wieder Titanschrauben. Sehr schöne kleine Sheepfoot-Klinge. Das sind schon kleine Kunstwerke. Darum sind wir auch da hingegangen und haben gar nicht lange gefackelt, haben einfach gleich bei Messeeröffnung seinen ganzen Tisch gekauft. Ich glaube, er war der erste Messermacher auf der ganzen Messe, der gleich nach Beginn Feierabend machen konnte. Oh, traumhaft, traumhaft. Traumhaft schön. Titanschrauben. Das Ding ist einfach mal Full Titan mit bisschen Wüsteneisenholz, ne? Und hier auch wieder diese, ja, Damastklinge hier flankiert. Ah, die haben diesen speziellen Namen, der mir jetzt nicht einfällt. Harter Kern, weiche Flanken und sieht natürlich auch stark aus. Auch wieder tolle Aussparung hier. Messe und die Detents, ne? Herrlich. Toll zu öffnen mit diesen Frontflippern. Die gehen auch schneller auf, wenn man will. Wunderschön. Wunderschöne kleine Messer. Super EDC-Größe, super EDC. Immer noch zwei schöne große mit Carbon. Auch wieder alles Full Titanium, Backspacer Platinen, Schrauben, Fett Carbon und hier eine richtig coole Klinge. Swatch über alles. Ich glaube, der Mann mag Swatche. Das ist die Mehrzahl von Swatch. Swatche, Swatches, Swatchen. Geil. Das ist ein cooles Teil. So, das ist schöne Größe. Ist richtig gut in der Hand, auch für große Hände. Wunderschön.
Ja, die werden wir heute Nacht noch online bringen. Und dann sollte man nicht zu lange warten, denn bis wir da Nachschub kriegen, kann es eine Weile dauern. Und ich denke, zum Kastenmesser kaufen ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, dass, wie gerade bei den Uhren, wir haben einen guten Kurs, einen Tiefstand, würde ich schon fast sagen, erreicht. Man sieht, die Wirtschaft erholt sich wieder, die Inflation geht zurück. Was meistens dann, die Zinsen haben ein Plateau erreicht, auf dem sie stehen. Man rechnet in 1 bis 2 Jahren schon wieder mit Zinssenkungen. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich den günstigsten Zeitpunkt gefunden, bevor das Spiel von vorne losgeht und wir wieder neue steigende Preise erleben. Ich denke mal, ich werde mich da auch ein bisschen eindecken mit Kastenmesser als neue Asset-Klasse. Denn momentan sind die Preise wirklich ein bisschen von ihren Hochs zurückgekommen. Aber wenn ich jetzt, wann dann? So, hier haben wir noch ein schönes Schmuckstück zum Schluss. Erkennt man auch, hat eine andere Tasche bekommen. So im, was ist das, Kroko-Style oder irgendwas? Oder ne, Schlange. Keine Ahnung, sieht auf jeden Fall cool aus. Dragon. Ja, wow, schaut euch mal dieses schöne Holz an. Kann ich euch nicht sagen, was es ist. Müsste ich jetzt erst übersetzen, das Französische. Das sind französische Zertifikate dabei. Aber das sieht doch aus wie ein Laubwald im Herbst. Wunderschönes Stück stabilisiertes Holz, bestimmt auch eine Wurzel oder sowas, Wurzelholz. Und hier haben wir drin wunderschön eine Damastklinge. Wow, was für ein schönes Muster. Das ist also wirklich traumhaft. Toll. Die kleine Eule aus dem Laubwald. Okay, wir wollen sich zu lang werden lassen. Wer scharf oder sowas ist, sollte sich beeilen und nicht zu lange warten. Ich sage danke fürs Rein zu bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.